Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und da war ich letzte Woche wieder ein wenig fleißig, habe ein bisschen was gesammelt. Und zwar haben wir 33 Items plus gemacht, die wir abgehakt haben. Wir waren nämlich letzte Woche bei 304 fehlenden Items und 99,47% und jetzt sind wir bei 271 Items und 99,52%. Sind jetzt nur 0,05%, aber ja, 33 Items, vor allem jetzt, wo wir nicht mehr so viel fehlen, ist es tatsächlich doch schwierig, das eine oder andere zu bekommen. Und zusätzlich haben wir bei den Quests ordentlich weitergearbeitet. Das werde ich euch aber gleich am Ende zeigen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Transmog-Items an. Wir haben mehrere Kategorien fertig bekommen. Und zwar zum einen haben wir die Sets fertig gekriegt und die Erweiterungsfeatures und die Außenbereiche sind komplett raus. Und dementsprechend ist hier die Liste um ein gutes Stück runter gekürzt worden dadurch. Und zwar bei den Sets bzw. Erweiterungsfeatures waren ja nur noch ein Item drin, und zwar der Hidden Skin vom Feldruid. Da hatten wir nur noch ein Portal gefehlt, das aus Duskwood. Da bin ich letztens rumgeflattert, habe das letzte Teil gefunden und dementsprechend mein Hidden Skin. Jetzt ist das aus der Liste raus, was sehr schön ist. Und das andere Teil werdet ihr vielleicht mitgekriegt haben, wenn ihr meine Opening-Sachen anguckt, dann habt ihr gesehen, dass ich die Stiefel von Argus bekommen habe. Und zwar kann man da ja sti eine Stiefelvorlage bekommen über das Argonit. Da gibt es einen Händler, da kann man ein bisschen gamblen. Und endlich habe ich die Schuhe da gegambelt, die es blöderweise nur bei ihm gibt. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir da noch die Xavius-Schultern auch noch ergambeln soll. Die gibt es nämlich anscheinend auch über den Argonit-Händler. Ist halt eine andere Möglichkeit, an die noch ranzukommen, weil man alles mögliche Transmog quasi bei ihm bekommen kann, was man in Legion, in Dungeons und Raids so kriegen kann. Genau, da bin ich ein bisschen überlegen. Mal schauen. Auf jeden Fall ist die Liste jetzt ein gutes Stück kürzer. Und wenn wir mal reinschauen, hier bei Fraktionen, da hat sich nichts geändert. Bei Berufe auch nicht. PvP eigentlich auch nicht. Festtage kann ich nicht machen, weil die sind im Moment nicht. Ereignisse, Geburtstag kann ich ja auch im Moment nicht machen, da der nicht ist. Hier den Kolben habe ich leider vom Legion-Event nicht gekriegt. Die letzte Healer-Sense hat sich nichts geändert. Und bei den Heldentaten auch nicht. Wo ich jetzt hauptsächlich unterwegs bin, sind die Dungeon- und Schlachtzüge und da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe unter anderem hier in BFA das letzte Dungeon fertig bekommen, also das ist jetzt auch komplett raus. Da brauchen wir jetzt auch den Streitkolben nicht mehr. Heißt, wir haben hier nur noch Raids offen und dementsprechend, ja, in den älteren Sachen hat sich eigentlich nichts getan. Uldermann fehlt mir immer noch das gleiche. Mist of Pandaria, ich habe jetzt, glaube ich, auf den Jadetempel nur für den Kolben 110, 120 Tries, also doch schon noch einiges. Bis jetzt ist er nicht gedroppt. Ich rechne mit so 200, 300 Tries, die ich brauchen werde, und beim Kloster ist es wahrscheinlich dasselbe. Aber das farme ich nicht aktiv, das mache ich immer so ein bisschen, wenn Downtime ist, so ein bisschen zwischendrin. Die Legion Raids will ich jetzt ein bisschen intensiver farmen. Wie gesagt, ich versuche jetzt dann auch durch Argus, also die Argonitsplitter, hier die Xavius-Schultern zu ergambeln. Und sollte ich die kriegen, dann werde ich mal hardcore quasi die Trash-Items farmen, die mir noch fehlen würden. Sonst ist es ja hier noch das Token-Item aus der Prüfung, beziehungsweise der Kolben von der Maid, der in allen Schwierigkeitsstufen droppt. Mal gucken, ich denke mal, ich werde die Woche vielleicht ein paar mehr Runs rauf machen, ein paar mehr Tries runterreißen, dass wir vielleicht Legion mal fertig bekommen, weil unterm Strich sind es nicht viele Items, ne? Es wird hier bloß bei vielen Kategorien angezeigt. Ich glaube, das sind 4 oder 5 Items, die mir eigentlich insgesamt fehlen in Legion. Mal gucken. Hauptsächlich unterwegs war ich letzte Woche in den BFA-Raids. Das ist eigentlich das einzige große, was mir noch fehlt. Ihr seht, 158 Items sind alleine hier in den BFA-Raids drin. Und was ich halt jetzt mache, wo ich jetzt auch gerade nochmal gequeued bin, sind LFR-Teile. Also ich laufe quasi Uldir LFR, Dazar'alor, Teagle, Ewiger Plast und Nyalotha. Das mache ich alles im LFR. Und im Normal gehen wir jetzt meistens immer Samstag einmal durch. Und da sind wir letzten Samstag Normal Uldir, HC Mythic gelaufen, dann noch Dazar'alor Normal HC und angefangen mit BOD Mythic. Blöderweise hat dann jemand am Anfang diesen Switch aktiviert, dass du direkt zu Jaina kommst und ich wollte eigentlich die ganze Instanz machen. Dann haben wir da abgebrochen, sind noch Teagle gegangen
Und Teagle habe ich ja aus dem LFR schon den Stab bekommen und dann haben wir Teagle NHC und HC noch gemacht und im HC habe ich den Stab gekriegt und ich brauche immer nur den Stab am ersten Boss und ja, mal gucken, die Woche vielleicht nochmal rein und im NHC den Stab holen, dann wird das auch nochmal wegfallen. Mythic wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit einer Random-Gruppe. Ich versuche jetzt halt hauptsächlich über die Woche hin die ganzen LFRs zu machen, auch mit den Twinks und an einem Tag quasi HC und sonst habe ich ja auch noch relativ viele alte Sachen zu farmen. Eventuell, wenn die LFRs mal alle wechseln, dann werde ich an mehreren Tagen vielleicht Normal-Gruppen oder Normal-HC Mythic-Gruppen machen, aber jetzt erstmal die LFRs weg und dann das andere. So ist jetzt mein Plan. Und was ich da noch brauche, ist jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Ich habe jetzt hier noch ein paar Bosse im ersten LFR-Teil. Da muss ich aber hauptsächlich halt hier mit einem, gut, der Kolben droppt in jeder Schwierigkeitsstufe. Den LFR-Kolben habe ich schon, aber den allgemeinen Kolben habe ich noch nicht. Wenn wir jetzt hier mal gucken, es droppt nämlich immer einen Kolben für die Schwierigkeitsstufe hier bei Talok, ne? Und dann zusätzlich noch der blaue, der in jeder Schwierigkeitsstufe droppen kann. Und der ist aber relativ selten, ne? Und ja. Auch aus den anderen Schwierigkeitsstufen habe ich schon einiges. Wenn ich jetzt hier gucke, da sind es noch 8 Items im LFR, im Normal 7, HC noch 10 und hier sind es jetzt noch 9 Items zum Beispiel. Und das zieht sich eigentlich so durch, ne? Jetzt hier, da sah Alor, da sind sogar nur noch 5 in LFR. Da brauche ich jetzt eigentlich nur noch hier in den ersten beiden Teilen ein paar Items. Sind aber auch viele mit Rogues. Also letzte Woche war ich auch mit meinem Schurken unterwegs, dann ein bisschen mit dem Shami und mit dem Worry mal, dass man die verschiedenen Waffen sich holen kann, die man mit anderen Klassen holen muss, ne? Weil jetzt zum Beispiel hier diese Agi-Faustwaffe kann ich nur mit einem Rogue oder einem Schamanen zum Beispiel oder mit einem DH wird es, glaube ich, auch gehen. Hier die Dolche kann ich jetzt nur mit dem Schurken bekommen und so geht das halt weiter. Dieser Streitkolben, den ich euch gerade gezeigt habe bei Talok, den kann ich zum Beispiel mit dem Worry nur kriegen, ne? Und nicht mit einem Druid. Gut, mit dem Paladin wird es zum Beispiel auch gehen, aber halt nur mit Stärkeklassen. Und das ist dann immer ein bisschen blöd. Da muss man mit verschiedenen Klassen queuen und ein bisschen hoffen. Und teilweise dauern halt die LFR schon relativ lange. Aber wie ihr seht, haben wir da schon sehr, sehr viele Items. Hier sind es wie gesagt nur noch 5 in Dazar'Lorr im LFR. Und Tiegel haben wir ja komplett weg. Ewiger Palast ist es auch nicht mehr viel, sind es nur noch 2. Da war ich gerade eben auch drin und habe noch einen Kolben bekommen. Da brauche ich jetzt tatsächlich nur noch 2 Items, die ich beide im Druid kriegen kann, was sehr gut ist. Aber hier brauche ich natürlich noch mehr im Normal, HC und Mythic, weil hier war ich jetzt noch gar nicht drin, seit ich Transmog farm. Ich habe das zwar damals aktiv geradet, ne, und da Items bekommen, aber seit ich Transmog farm war ich ja hier nicht, noch nicht drin im Ewigen Palast. Und auch in Nyalota war ich nur quasi ja im LFR drin und nicht im Normal HC oder Mythic, weil wie gesagt, ich mache nur samstags immer den Run und da schauen wir halt von unten nach oben, wie weit wir kommen. Und bis man Leute findet, beziehungsweise wenn du eine Instanz komplett im Normal HC im Mythic durchläufst und dann die nächste Instanz, das frisst schon tatsächlich relativ viel Zeit, selbst mit alten Content, wo man relativ gut durchboxt, das Ganze, genau. Aber ein paar Items haben wir uns eingeheimst, hier sieht man es auch. 34 Items, 34, 2, 41, 47. Hier sind halt die, die ich noch nicht in den höheren Schwierigkeitsgraden transmogmäßig abfarme. Genau, das ist soweit der Stand. Was ich jetzt aber auch sehr viel letzte Woche gemacht habe, jetzt machen wir mal hier alles aus und zeige ich euch mal, wie das aussieht mit den Quests. Zwei Sachen müssten jetzt hier drin bleiben. Genau, die Essenzen, die sind jetzt aber erstmal egal. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Quests und ihr seht, wir haben jetzt noch offen 183 Quests, das muss man nochmal einmal debuggen, dass es auch stimmt. Ja, 183 Quests sind es noch, die offen sind. Und letzte Woche waren es noch 342. Also hier habe ich also gut über 100 weggehauen. Eigentlich 200, oder? Bin ich jetzt gerade überlegen. Nicht ganz, ja. Also knapp, also fast 200 haben wir da wegbekommen. Das ist schon 160 müssten sein, ne? 100, 159? Irgendwie so um die 160 Quests haben wir wegbekommen. Liegt auch daran, weil es viele Schätze waren, beziehungsweise Rares, die ich umgeboxt habe, während ich Gruppen für HC quasi oder HC-NHC gesucht habe, beziehungsweise auch viele Quests, die ich gemacht habe, während ich auf die LFR-Queue gewartet habe. Also das eine geht immer so ins Hand in Hand mit dem anderen, dass man immer, wenn man wartet, dann halt was erledigt. Und hier können wir auch mal durchgucken, was mir da noch so fehlt. Bei den Quest-Gedönse. Hier ist es jetzt, bei den Spielzeugkiste ist es noch eine Pfeife. Ich habe mir die anderen 5 Pfeifen, die ich noch offen hatte, geholt gehabt. Eine fehlt jetzt noch. Die kriegt man nur, wenn man die Halloween-Deko
in jetzt machen wir das mal kurz weg, die Halloween-Deko hier in der Garnison hat. Und zusätzlich muss auch noch Halloween sein, also da muss ich noch warten. Ein paar Tage. Wann haben wir denn Halloween? Naja, gut, hier am 18. Oktober. Da kann ich mir die holen. Dann haben wir die ganzen Secrets offen. Das sind nochmal knappe 50 Sachen. Die habe ich alle schon gemacht, aber halt blöderweise auf dem zweiten Account und das zählt das Add-on hier nicht mit. Da bin ich am Überlegen, ob ich die nochmal mache oder ob ich darauf warte, dass hier vielleicht All the Things irgendwann mal so eine Option reinbastelt, dass man quasi. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier einfach beitreten mache, dass ich nicht aus der Queue rausfliege. Okay, jetzt kommen wir hier trotzdem rein. Du, wir laufen nebenbei jetzt einfach hier die Instanz. Ich kann euch das ja trotzdem zeigen. Wir machen bloß den Sound aus. Hier, Uldir, kommst du teilweise den ganzen Abend nicht rein, deswegen machen wir das jetzt mal nebenbei. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist quasi hier die Secrets, ne? Da wurde mir schon gesagt, dass anscheinend die Entwickler von dem Addon dran sind, ein Tool zu machen, das zwei Accounts quasi connected, dass man das, dass es das auch auslesen kann, wenn es ein zweiter Account quasi gemacht hat. Das kann es im Moment halt leider noch nicht. Deswegen warte ich damit halt noch ein bisschen, mal gucken. Vielleicht mache ich es dann auch ein zweites Mal. Dann Festtage, die kann ich ja leider auch nicht machen, weil, wie gesagt, hier ist Mondfest, Schlotternächte oder Winterhauchfest, ist halt im Moment einfach nicht, also die fallen halt weg. Und das ist halt schon relativ viel, ne? Hier sind es halt knappe 50, nochmal 25, hast du halt schon mal 75. Von 183 ist das halt schon mal ein großer Teil, den ich gerade gar nicht machen kann. Sogar mit dem einen, das ist ja eigentlich auch auf den Festtag gebunden, sind es eigentlich genau 75 Sachen, die ich nicht machen kann, weil sie halt dadurch gebunden sind, ne? Und was haben wir hier noch so? Wir haben jetzt hier noch die Erweiterungsfeatures. Und da haben wir in der Garnison eine Quest. Und die habe ich jetzt endlich bekommen. Das ist so eine tägliche Quest, die man. Ja, da gibt es im Gasthaus immer eine Quest. Und da haben mir einige noch gefehlt, weil ich die anscheinend damals nie gemacht habe, die Dailies. Da gibt es nichts Tolles von. Deswegen habe ich die immer ausgelassen. Und jetzt habe ich echt ein paar Wochen gewartet. Und jetzt habe ich die letzte Quest hier noch offen. Oh, jetzt haben wir versehentlich gleich gepult. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Und diese eine Quest, die hier noch quasi fehlt, haben wir heute gekriegt. Die gebe ich jetzt nachher nur ab. Die habe ich jetzt hier im Questlog mit dem Streitkolben, aber ja, kein Streitkolben. Also sprich, die fällt auch weg. Und das andere, was wir hier noch haben, ist in Warfront. Also ist einmal eine Warfront. Da muss ich in der Warfront eine Quest machen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Denn das wird wahrscheinlich auch eine Quest sein, die ich nicht mehr machen kann. Da muss ich quasi Party-Sync anmachen. Ob das in der Warfront richtig funktioniert, das weiß ich nicht. Da muss ich mal schauen. Genau. Und sonst ist es eigentlich nur noch, sind es eigentlich nur Außenbereiche und Dungeons. Und in Dungeon ist es eigentlich nicht so viel. Da sind es jetzt zum Beispiel in Uldir, ne? Da hatten wir letztens noch sechs Dinger, die oder vier Dinger, die hier offen waren. Jetzt sind es nur noch drei. Da muss ich immer für das Neuerschaffungsfeld drei Bosse töten. Das mache ich ja eh, weil ich in LFR hier gehe zum Beispiel. Das sind immer genau drei Bosse. Und oder gehen wir ja auch in Normal HC Mythic rein. Also das wird jetzt noch 3 Wochen dauern. Dann ist hier auf jeden Fall mal der Spaß raus. Dann das ist die Essenz, ja genau, die kann man nicht ausblenden. Und Nihalota, die Quests, ne, die hatte ich ja auch schon gezeigt. Hier habe ich mal versucht, die Vortex-Quest, Vortex-Gipfel und die Hallen des Ursprungs-Quest zu kriegen. Ich habe gesehen, dass ich für diese Quests Uldir nochmal, nicht Uldir, jetzt bin ich am Überlegen, Ulda, na, wie heißt denn jetzt diese Kackzone? Es gibt so viel Uldir-Zeug. Uldir heißt die Zone, ne? Oder? Nee, Uldum. Uldum ist die Zone. So, jetzt haben wir's. Dass ich die nochmal komplett durchquesten muss, heißt da auch wieder Party-Sync anschmeißen. Das werde ich demnächst mal vielleicht angehen. Und ja, sonst ist es eigentlich nicht mehr sonderlich viel, was wir bei Quests mit drin haben. Ich war jetzt hier auch bei Außenbereichen fleißig und habe einiges gemacht. Zum Beispiel, in Zuldazar haben wir jetzt nur noch eine einzige Quest, die kriege ich aber irgendwie nicht. Das ist so eine Breadcrumb-Quest, da habe ich schon alles für versucht. Irgendeiner meinte, muss ein bisschen Archäologie machen. Das habe ich auch probiert, hat auch nicht funktioniert. Also da ist noch ein bisschen was offen. Dann Kul'Tiras habe ich auch ein bisschen was gemacht. Da sind es jetzt auch nur noch zwei Quests. Unter anderem eine Breadcrumb-Quest im Sturmsangental. Und da habe ich das halbe Sturmsangental durchgequestet. Und du brauchst ja mal einen anderen Char, wo du sinken kannst, ne? Und ich nehme dann immer meinen zweiten Account für. Und das Problem an der Geschichte war halt einfach, ich habe das halbe Gebiet durchgequestet, war halt kurz davor, diese richtige Quest zu bekommen. Und was mache ich? Dann logge ich mit einem zweiten Account aus, weil ich mir denke, ach, ich kann ja eigentlich umloggen und irgendwas verkaufen oder ich wollte irgendwas mit dem Twink machen. Logge aus und in dem Moment merke ich, scheiße, jetzt ist ja mein Party-Sync aufgelöst. Und da ich ja mit dem
Ananachar nichts gemacht habe, bin ich quasi wieder bei Stand 0. Also sprich, wenn ich eine neue Party sync mache, muss ich alle Quests nochmal machen. Und dachte ich mir, ah, damn it, ich bin so dumm und habe ich keinen Bock mehr. Ja, habe ziemlich über mich selber aufgeregt. Das muss ich dementsprechend nochmal das komplette Stummsangtal durchquesten. Das ist halt immer so blöd. Du musst halt für diese Breadcrumb-Quests, die dich halt einfach von einem NPC zu einem anderen schicken. Und quasi, wenn du dann in einem anderen Lager vorher schon eine Quest angenommen hast, dann kriegst du diese Quests nicht mehr. Und das ist halt immer so ein bisschen Kacke, dass du dann so viele Quests vorher machen musst, teilweise fast das ganze Gebiet durchquesten und darfst dann an eine andere Quest nicht annehmen, dass du die bekommst, ne? Und ja, in BFA kannst du halt nicht alles instant one-shotten, ich hau die Mobs so schnell um, aber es dauert halt schon ein bisschen, ne? Und an der verheerten Küste habe ich dann einiges weggebastelt. Achso, warte mal, eins fehlt noch hier. Auf Mechagon fehlt auch noch so ein Schatz, ne, den ich holen muss. Und da habe ich gesehen, dass es hier so eine Kiste gibt, wo man den Schlüssel braucht für. Und man kriegt einen Schlüssel am Tag. Es gibt insgesamt drei verschiedene Schlüssel. Und ja, man hat jeden Tag quasi eine Chance, einen von drei Schlüsseln zu bekommen. Und wenn man dann den richtigen kriegt, dann kann man eine Kiste aufmachen. Und in der Kiste kann halt so ein Farbding drin sein. Das zählt halt hier auch mit rein, ne? Das wird halt eine Weile dauern. Da bin ich jetzt jeden Tag dran, nach Mechagon zu fliegen, die Murlocs umzuhauen, einen Schlüssel zu kriegen, hoffentlich den richtigen und eine Kiste aufzumachen und dann hoffentlich das Ding rauszukriegen. Aber das ist halt, es sind halt ziemlich viele Variablen dabei. Also das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, genau. Dann verheerte Küste habe ich ein bisschen was gemacht. Dann muss ich in Sturmheim hier noch loslegen. Da müsste ich dann aber, glaube ich, mit einem Low-Level-Char sinken, weil das eine, glaube ich, ein Bonusziel ist. Und das kannst du, soweit ich es verstanden habe, nur machen, wenn du unter 100, also wenn du 110 und niedriger bist. Also wenn du mit einem Max-Level-Char da sinkst, wird das nicht gehen. Deswegen muss ich da nochmal gucken. Und das andere ist hier eine Lederquest. Und da weiß ich nicht, ob ich das auch Level sinken kann. Das muss ich mal gucken, ja. Da bin ich noch so ein bisschen aufgeschmissen tatsächlich. Dann Draenor, da habe ich richtig viel weggebastelt. Da waren ja die ganzen Schätze und oder vor allem auch diese Schatzsachen von so Zweitgebäuden drin, ne? Du hast ja teilweise in Gorgrond einmal diese Kämpfergilde oder wie die heißt oder Kampfgrube oder so und das andere dieses Schredder-Ding. Und bei diesen Dingern kannst du ja auch immer noch Sachen aufmachen, ne? Und ich habe halt immer das Schredder-Ding genommen und nie das andere. Und da waren halt irgendwie 60, 70 so kleine Notes, die ich aufmachen konnte. Und lauter so Zeug. Also hier ist nicht mehr sonderlich viel drin. Da dürften jetzt eigentlich immer nur kleine Breadcrumb-Quests sein. Da muss ich halt blöderweise wieder die halben Gebiete durchquesten. Und das andere, was hier drin ist, ist der Tannan-Dschungel. Und da ist ein richtiger Kack am Laufen. Und zwar ist beim Tannan-Dschungel das Problem, dass diese seltenen Mobs hier so Schiffspläne droppen, ne? Und diese Schiffspläne, die droppen die eigentlich relativ gut. Jetzt bin ich da hingegangen, hab die ein bisschen umgehauen, die kannst du daily töten, hab nichts gekriegt. Dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Das Problem an der Geschichte ist, dass diese Pläne, es wurde mal gepatcht, wenn du die mit einem Char gekriegt hast. Dann hast du die Account weit, also du musst du nicht mit jedem Char holen. Und das Problem ist, ich habe damals meinen Zweit-Account aktiv gespielt. Jetzt habe ich die mit dem Zweit-Account geholt, die Dinger, und kann die quasi auf dem Account nicht mehr kriegen, weil ich Battle.net-Account-weise das Zeug freigeschalten habe. Also die Quests quasi für alle Chars eliminiert wurden. Und jetzt kriege ich diese blöden Teile nicht mehr. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Sachen sinken, ne? Also mit mehreren Accounts sinken, dass das hier rausgeht, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders kriegen kann. Ich kann es halt auf dem Battle.net-Account nicht mehr bekommen, weil es da als erfüllt abgehakt wird, aber da ich es mit einem zweiten Account gemacht habe, checkt es das Addon nicht. Und jetzt habe ich hier ewig viele so Dinger drin und die werden vor allem auch zweimal gezählt: einmal als Plan zu den Beute und dann auch als Rare-Ding. Das sind halt 14 Sachen, ne? Die quasi dadurch getrackt sind. Das ist halt echt ein bisschen Kacke. Ja, also da muss ich jetzt mal gucken, wie ich die Sachen kriegen will. Das ist ein bisschen blöd, Tannan-Dschungel. Und die anderen sind alles Breadcrumb-Quests, da muss ich halt immer die halbe Zone durchquesten. Wobei Talador habe ich irgendwie noch nicht so ganz rausgefunden, wo ich die Startquest kriege. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. Also da müssen wir dann nochmal gucken. Pandaria habe ich jetzt auch ein bisschen weitergemacht. Ich habe endlich die komische Spitzhacke bekommen aus dem Jadewald. Die ist ja relativ selten. Da habe ich die letztens noch ein bisschen gekämmt und dann zum Glück endlich mal bekommen, nach längerem. Jetzt brauche ich nur noch aus der krasser Rangwildnis zwei Questsachen. Da muss ich auch das halbe Gebiet durchquesten. Das habe ich schon geguckt. Das wird eine längere Sache. Schreckensöde. Da waren es nur so Questsachen. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht so informiert drüber. Und wo ich aber geguckt habe, ist im Tal. Da habe ich auch noch so ein Questding. Zum einen so ein Breadcrumb-Teil und aber noch so ein
so ein Rare Drop, beziehungsweise so ein, ja, so ein Rare Mob, den du anklicken musst, dann kriegst du so eine Axt. Den habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen gekämmt, aber bis jetzt war er nicht da. Der scheint auch relativ selten zu sein. Ja. Dann Scherbenwelt war ich gar nicht. Da habe ich bis jetzt tatsächlich noch gar nichts gemacht. Also sprich, zu den Sachen kann ich jetzt wenig sagen. Da muss ich demnächst mal hin. Östliche Köstländer, östliche Königreiche, so rum. Da habe ich jetzt nur noch ein paar wenige. Die habe ich letzte Woche eigentlich nicht gemacht, weil das ja die Sachen waren, die ein bisschen ätzender waren. Da habe ich, glaube ich, im letzten Video schon ein bisschen was erzählt. Ich habe in Kalimdor noch ein bisschen was gebastelt. Unter anderem war ich im Hiyal und habe da mal geguckt, ob ich das Ding hier kriege auf der geschmolzenen Front. Ich habe genau die Quest gemacht, ne? Aber irgendwie hat es nicht gecheckt, ne? Es gibt, glaube ich, die Quest hier einmal als Daily und einmal als normale Quest. Und ich habe es ja als Daily gemacht und das hat nicht funktioniert. Also muss man wahrscheinlich die normale Quest machen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das sinken soll, weil du den Hub erstmal freischalten musst über ewig viel Ruf und über so Marken. Keine Ahnung, ob ich dann diese Quest sinken kann. Also das wird halt auch ein bisschen blöd. Das ist halt ätzend. Desolace, da muss ich auch das halbe Gebiet durchquesten. Da habe ich mal angefangen, habe dann zwischen aufgehört, weil es zu langwierig war. Düsterbruch war ich noch nicht, Krater war ich auch noch nicht. Silithus, ich sag's euch, hier, diese Quest, ne? Es ist eine Quest, dass du nach Burg Nethergard gehen musst. Ich habe das letztens gemacht, ich habe ganz Silithus durchgequestet, hatte am Ende keine einzige Quest mehr. Ich habe die Quest trotzdem nicht gekriegt. Ich vermute, du musst, darfst da nicht über 60 sein, dass du kriegst. Und das ist halt so ein bisschen deprimierend bei diesen Quest-Geschichten, dass du teilweise die Sachen, du questest dann das ganze Gebiet durch und kriegst es halt trotzdem nicht, ne? Südlich Brachland habe ich nicht probiert. Hier, Tanaris war ich gestern. Hab die genau diese Quest gemacht, netter Hut, hab den Hut von diesem Don Carlos geholt, gib die Quest ab. Kriegt keine Folgequest und es zählt hier auch nicht. Keine Ahnung. Also wenn, dann muss ich da was anderes machen oder es buggt. Aber diese 14 Quests konnte ich irgendwie nicht in Angriff nehmen. Das war dann ein bisschen ätzend. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wenn das nicht funktioniert, gehe ich nach 1000 Nadeln rüber. Wollte diese Quest hier machen, ne? Das Problem ist, diese Breadcrumb-Quest ist ganz am Ende. Also ich habe wirklich 90% von 1000 Nadeln durchgequestet. Und dann war so eine Kacke. Ich kann euch das mal auf der Map zeigen. Dann war ich hier in 1000 Nadeln. Also du startest irgendwie hier oben, machst da Quest, fährst dann hier zum Boot, musst hier Quest machen, hier, hier, hier. Also ich habe hier überall Quest gemacht, ne? Und dann landest du irgendwann hier und musst dich halt so hochquesten. Und irgendwo hier hinten gibt es diese Breadcrumb-Quest, ne? Und ich war, habe das hier schon gequestet gehabt. Und dann musst du hier hochlaufen und es soll hier ein NPC spawnen. Und ich habe auch Videos gesehen, wenn du auf die Brücke läufst, dann ist das so ein Typ, der läuft dir nach und der spawnt quasi. Wenn du hier auf die Brücke läufst, spawnt er und läuft dir halt nach. Ne? Also das ist kein feststehender NPC, sondern das ist so ein Follow-Typ, der dir halt einfach nachrennt. Das Problem ist, ich habe alles probiert. Ne? Fünfmal relocked, quasi Warmode an, aus, hin und her, alles probiert. Der Typ ist nicht gespawnt. Ne? Ich habe das komplette Gebiet durchgequestet, dafür, dass der NPC nicht spawnt und 5-6 Quests, bevor die Breadcrumb-Quest gekommen wäre, die ich brauche. Spackt das Ding rum und ich kann das Ding nicht fertig machen. Das Problem ist, wenn ich dann halt offline gehe oder aus der Gruppe gehe oder halt dieses Level oder Party-Sync beende, dann hab ich halt wieder Stand 0 und wieder gar keine Quest. Das nächste Mal, wenn ich das probiere, muss ich halt wieder komplett von vorne anfangen. Das ist so nervig, dass da so Bugs drin sind. Und ja, deswegen konnte ich das halt auch nicht machen. Ulduum habe ich jetzt noch nicht probiert. Und Winterspring, ne, also Winterquell, das ist halt auch ein Riesenkack. Und zwar ist es eine Quest. Warte mal, ich habe die hier auch offen. Das ist diese hier. Das ist die Quest, dass man das Mount kriegt, ne? Also das sogenannte Hartz-IV-Mount aus Classic. Und mittlerweile ist es anscheinend nicht mehr so, wie es in Classic war. In Classic musstest du den Ruf hochgrinden auf langwierigste Art überhaupt. Deswegen auch der kleine Spitzname. Und jetzt ist es anscheinend so, dass du 20 Tage lang so Schnurrhaare sammeln musst und dann gibt es noch ein bisschen verwüstetes Leder und Runenstoff und dann kriegst du das Mount, ne? Und ich habe jetzt schon 7 Tage, wie ihr seht, diese Schnurrhaare gesammelt. Du kannst halt jeden Tag eine Daily machen. Also das ist eine langwierige Geschichte. Das gucke ich, dass ich jetzt halt jeden Tag mache, ne? Genau. Ja, soweit sind wir durch. Und hier die Spezialaufträge, ich glaube, das letzte Mal schon gesagt, die sind halt an bestimmte Level gebunden, ne? Stufe 85 muss hier sein, 90, 25 und 94. Also, das sind halt einfach bestimmte Level-Brackets. Da muss ich mal gucken. Also, die höheren kann ich mich sinken, aber auf 25, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oder vielleicht muss ich da einen Twink stellen und kann es vielleicht eventuell mit dem machen. Das sind die Sachen, die ich noch offen habe. Ist,
jetzt nicht mehr so viel. Einiges haben wir weggeballert, aber vieles buggt halt auch komisch rum. Da muss ich jetzt mal noch Lösungen finden, ob man es vielleicht irgendwie entbuggt kriegt. Muss ich mal schauen, ob ich da in der Discord-Community von ja, dem Add-on-Anbieter quasi Hilfe in Anspruch nehmen kann. Muss ich mal schauen. Ja. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, ob der Dolch drin ist, den ich hier noch brauche. Ich versuche mal die anderen Leute anzuquatschen, ob wenn irgendeiner das bekommen hat, aber es sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Hier brauche ich nämlich noch einen Dolch, das weiß ich zufällig. Ich kann euch jetzt auch noch mal kurz, was, ich kann jetzt hier einfach mal Bonus rollen. Wächter haben wir drin. Das war eh der falsche Lootspack. Meine Bonus-Rolls sind echt wie die Katze. Was wir jetzt noch kurz machen, ich kann noch die ganzen Sachen hier anschmeißen und dann euch das auch noch zeigen, wie viel es jetzt overall noch ist. Also Quests mit den Flugpunkten. Oh, jetzt werden wir reingeportet in den nächsten LFR-Teil. War das clever, All the Things da anzuschmeißen, wenn wir geportet werden? Hängt sich oft das Game auf, ne? Ich muss ja echt sagen, All the Things ist ein super Add-on, aber wenn du hier quasi Haken raus oder rein nimmst, ganz schlimme Angelegenheit, dann hängt sich bei mir immer das komplette Game auf. Ich denke mal, bei dem einen oder anderen von euch wird das ähnlich sein. Vor allem, wenn du im Kampf bist, ist es ganz schlecht. Wenn ich jetzt hier reingeportet bin und das im Kampf ist, dann ist mein WoW broke. Oh, Kacke, die haben hier Sachen aktiviert. Okay, damit wird wahrscheinlich mein WoW abkratzen. Dann kann ich euch das jetzt leider doch nicht zeigen. Werden wir euch das nächste Mal machen wir dann mal komplett alle Haken rein, aber das war jetzt schlecht, dass wir gerade da reingegangen sind. Ihr seht, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß, das ist ein Riesenmist. Während dem Kampf darfst du da nichts verändern, weil der versucht dann alle möglichen Items zu laden. Gut, lassen wir es damit bewenden. Ich laufe jetzt noch ein paar LFRs. Hoffe, ich kriege noch das ein oder andere Item. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der Woche wieder. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann wieder ein bisschen weitergearbeitet haben, sowohl an Transmog als auch an den Quests. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.